Mach ich mal gerade meinen Scheiß raus. Ja, es ist, ja. Interessant. Also mit dem Vorderrad bin ich jetzt auf dem Rand, aber. Ja. Meinst du, das kann ich? Ich kann versuchen. Ich bin ohnmächtig und hab gebrochene Beine. Ich hab versucht, die Karre anzuschubsen. Du liegst unter meinem Auto. Ich kann mir nicht Morphium geben. Hilfe. Ich steig jetzt mal aus und fahr nicht mehr. Ich bin tot. Nein. Alter, du liegst unter meinem Auto. Das kann doch nicht wahr sein. Ich wusste es. Wieso? Ich bin doch hier irgendwie. Hä? Tatsache? What the fuck? Du hast dich verdoppelt. Was? Ich kann mich doch bewegen. Ja, da, schau mal, unterm Auto liegt deine Leiche. Was? Was? Jetzt bin ich tot. What the fuck? Was ist passiert bei dir? Hä? Wir bist du noch da? Oh, da ist jemand, da ist jemand. Hello, what's wrong? What are you telling to me? Me bombs on fire. Me bombs on okay. fire? Okay, ja. Wo bist Wieso denn du? Wieso höre ich das? Ich bin im Ladescreen, wieso höre ich das? Ich renn mal weg, auch wenn ich gleich sterben werde. Okay, whatever is on fire, I run away, please don't shoot. It's Farben. Your car. Ah, das da kommt er angelaufen. Jetzt tötet er dich bestimmt, weil er die Karre nicht fahren kann. Was war das gerade, To-Do? Ja, du warst plötzlich unter dem Auto. Ich war tot, ich war scheintot, ich schwebte über mir. Nahtoderlebnis. Deine Seele war das. Ja, bin ich einfach neben dir gelaufen als richtiger Charakter da? Ja. Mit Waffe? Nee, ohne alles, aber deine Leiche lag halt auch noch da. Was? Also, Also ein Lancia buggt anscheinend in Daisy. Warum auch immer. Ja gut, wenn man Skin wechselt, kann man hier auch sterben. Ach so, ja. Da braucht man sich nicht wundern, dass der Lancia hier einen auch umbringt. Also was ich de facto probiert habe, ich habe versucht, das Auto anzuschieben. Dann bin ich ins Auto gebuggt und habe mir die Beine gebrochen und bin gestorben. Das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. Toll. Ja. Meine Fresse, haben wir wieder was gelernt. Erfahren, kennengelernt. Und erreicht. Ja, erreicht auf jeden Fall. Ich überlege jetzt gerade, ob ich nicht auch einfach sterben soll. Ja. Weil außer dem einen Magazin habe ich ja nicht viel. Ja, aber andererseits, du kannst doch zurück zum Ural gehen und mich dann abholen zum Beispiel. Der ist 3,5 Kilometer weit weg. Scheiße, so weit gefahren mit dem Lancia? Freilich. Warte mal, ich guck mal gerade, wo ich bin überhaupt. Vorhin stand da irgendwie 3 irgendwas, 3. Jetzt werkelt 2. Der mal im Auto rum. Merkel? Er werkelt. Er merkelt an deinem Auto rum. Na, besser merkelt er, als dass er da rum gutenbergt. Ha, 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 ha. Ja, ha, 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 ha. Ich sehe mein Ding nicht. Hattest du noch Munition? Ich sehe mein Ding nicht, sage ich auch noch. Hallo? Nee, nur für die Pistole. Oh fuck. Er versucht sich gerade im Auto. Nee, am Auto. Und hüpft. Oh! Da steht auf einmal ein Spieler, ein Zombie neben mir. Wollen wir dann hier mal einen Schnitt machen? Ja, weil ich müsste dann pennen. Ja, das Frühschicht und so. Warten wir noch ein paar Minuten, weil dann renne ich ganz kurz zu dem Typ mit der Brücke und lass mich töten. Ich habe da gerade Lust, okay, ein bisschen zu trollen. Also, was kann man sagen über die Map? Tutu, fang du doch an. Why? Alter, ich bin genau da, wo das Auto ist. Nein. Doch. Warum sehe ich dich denn nicht? Ja, weil ich doch im Busch bin. Also, ich komme gleich. Der sagt irgendwas, aber ich verstehe nichts. Hello, my friends. I'm friendly and unarmed. How's it going, bros? Ah, da hinten bist du ja. Der ist im Auto. Hey, dude. What's going on with your car?
Er sagt get in. Okay. Alright. Er hat gesagt, glaube ich, get in. Und zu, oder mir ich sagt, töte dich. Zu mir sagt immer, hau ab. I won't shoot, let me in. Let me in. I'm friendly. He's my friend. Can you fix it? Can you fix it? Ja, ja, ich glaube ihm kein Wort. Na, mach doch mal. Was haben wir zu verlieren? But the car is bouncing. Okay, I try. Ja, ja, ich glaube kein Wort. Ich glaube ihm das auch nicht, aber mal gucken. Was passiert? Es bounced zu sehr. Jetzt. What the fuck? What the fuck? What? How the fuck did you do that? Cheater! Vielleicht waren wir zu leicht für das Auto. Irgendwas mit den Türen, ich höre ihn nicht. Er ist ja, so mega leise. Ja, jetzt hat der Typ unser Auto. Wir müssen irgendwie aussteigen und den erschießen. Ja, der wird deine Waffe haben und du hast deine Axt noch nicht ausgerüstet, oder? Hat der meine Waffe? War der vorher unausgerüstet? Also. Ich weiß es nicht. Ich bin einfach weggerannt. Also ich hatte, glaube ich, meine Axt und die Pistole in der Hand. Die Pistole hatte ungefähr 6 Schuss oder so. Ja, das reicht für mich. Ich bin tot. Ja, wir müssten halt einmal nur ruhige Minute haben, wo er steht. Und ihn dann einfach, wenn er ausgestiegen ist, ja, aber so wie ich am Zittern bin. Na, einfach Dauerfeuer drauf. Full, Magazin auf Full. Ja, ja. Also Schussrate. Feuermodus. Where are we going now? Wir gehen wollen, okay. How about the airfield? Not airfield, hospital, Idiot. Bin immer noch tot. Okay. Do you know a hospital here? I don't know. Er sagt nein, aber nee. Wir suchen eins. Das wird nichts doch. Ja gut, wir haben auch schon eins gesucht. Naja, wir gucken einfach mal, was wir so... Ah, da war wieder Dampf. Ein paar Minuten können wir auf jeden Fall noch machen. Kann es echt sein, dass wir zu zweit zu leicht... Was macht er jetzt? Weiß ich nicht. Bringt er uns jetzt um? Weiß ich nicht. Vielleicht fährt er uns in den See. Achso, nee, da hinten endet die Straße, glaube ich. Achso. Meinst du, er ist friendly? Er ist Bandit. Er hat, glaube ich, auch gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, get in or I will shoot you oder sowas. Oder I kill you. Huh. Weißt du das? Was? Ich habe gerade gedacht, dass ich Glocken gehört habe oder so. Aber komische Glocken. Ja, du bist auch so eine Glocke. Deine Frau hat Glocken. Ja, und? Schlimm? Nein. Die muss mal Glockencam machen. Let's Plays mit Glockencam. Ja, wenn deine Oma Kuhäutercam macht. Ja, Kuhäutercam. Bäm, 1-0. Ja, 1-1, komm. Ja, okay. Ne? Warum fährt er jetzt so langsam? Oder ist das nur bei mir? Nee, bei mir auch. Die Frage ist, wo will der Typ mit uns hin und ja, der wird auch einfach bloß drauf rumfahren. Das ist ein Bandit, den müssen wir im Prinzip sofort erschießen. Was macht er jetzt? Weiß, er fährt in den What Wald the fuck? Was? What the? Alter. Er bringt uns um. Ich glaube auch. Er fickt uns in den Arsch jetzt. Was macht er? Er fährt einfach in den Wald. Hä? Tut er? Ist der besoffen oder? Oh, jetzt. Jetzt sind wir tot. Nein, doch nicht. Ah, was? Er fährt einfach in den Wald. Aber Bäume. Wie bescheuert. Do you take drugs? Do you have a driver's license? Why weren't you guys hacking or something? Was? What? Irgendwas mit hacken. Every time I hit the gas, it's like teleporting us forward. It's stupid. I'm getting. That's how I show. Okay. Oh yeah, I'm sure. Lass uns mal so mit ihm reden. Das ist. Das ist Sims Englisch. So sprechen die Sims. Was ne Slap nicht schnell tablet. Let's do a super drive into a ball.
Well, you ass fuck, really, your mother Iris, not that. Glockencam, Glockencam. Dein Mutter hat kleine Hupen, Kamels Schabda. Your mother, hey, his name is Sherman. Was ist das denn? Sheldon. Wer ist eine Stadt? Ja, toll, trotzdem. Glaube ich, wird er jetzt nicht mehr fröhlich sein. Also ich schätze mal, er wird uns jetzt spätestens in den Arsch ficken wollen, ja. Sind wir nicht hier am Anfang gewesen? Das ist doch der Yildi. Lol. Was war? Wie fährt denn der? Oh, da rennt was. Er fährt einfach Offroad. Da rennt eine Karawane. Aber was interessant ist, an der Karre Offroad fährt die echt schnell. Ja, die fährt anscheinend überall 120. Krass. Weil das verbuggt ist wahrscheinlich. Weil es nicht richtig integriert ist, ne? Ich habe keine Ahnung. Do Spiritus Sanctu. Hier schreibt einer sogar im Chat, the new car is kind of buggy. Ist das vielleicht sogar der? Nee. Nee. Also okay. Ich habe kein Wort verstanden. Er sagt mir irgendwie was von Gear. Wir können auf jeden Fall irgendwelches Gear nehmen. Yeah, we'd like you. Yes, thank you. Er hat auf jeden Fall irgendwas gesagt. Alter. Ah, okay. Er wird uns umbringen. Oh, da ist eine Lee Enfield. Versuch die versuch. Ich hab eine AKM. Ich trau mich nicht. Ich hab ein schlechtes Gewissen. Er haut ab. Schlechtes Gewissen. Du bist Stage 7, mein Freund. Komm. Holen wir uns. Ja. Yeah. Auf geht's. Okay, ich fahr, du schießt. Ja. Wenn das mal so wie bei GTA funktionieren würde, ne? Das wäre cool, ja. Problem ist natürlich, der Typ ist ungemein schnell jetzt, ne? Er ist 40 km/h schneller wie wir. Ja. Aber und nicht mal den Offroad-Vorteil. Vor allem, er sieht Farben, ich nicht. Ich sehe ihn, vor allem, ich sehe ihn gar nicht. Ich weiß auch, der ist schon weg. Schade. Dann gehen wir mal zurück. Und schauen nochmal in den Ural. Genau. Wir können ja auch beides irgendwie saven und dann das nächste Mal weitermachen oder so. Zum Bleistift. Zum Bleistift, ja. Blutpack. Also Blutback. Blutback. Blutpack. Oh, hoffentlich ist da was in dem Ural drin. Ja. Oder wir können mit dem Quad noch ein bisschen rumfahren, um eine Crash-Site vielleicht zu finden. Könnten wir auch machen, ja. Guck du, oder? Nee. Boah, sauber, der hat 5 Bandagen. Der hat eine Stanag. Hast du deine Ding noch? Nee. Die habe ich nicht mehr. Aber ich könnte... Eine Stanag ST. Ich könnte auch eine Bandage gebrauchen. Hast du jetzt alle genommen? Ja, warte, ich tue wieder welche zurück. Beireichen. Jupp. Hä? Du hast jetzt 4 dahin gepackt. Ja. So. So. Hat der einen Pack oder so? Ja, nur normal. Ural ist nichts. Der hat hinten drin Stanag-Muni. Ist das Flugzeug vielleicht auch eine Crash-Site? Plane-Crash-Site oder so? Ich glaube, das ist ein Deko. Ich denke schon, da war mal was. Vielleicht. Also, es wird auf jeden Fall dunkel. Was? Ne? Echt? Ja. Bei mir wird nur alles schwarz-weiß. Der Ural funktioniert auf jeden Fall, obwohl er orange ist. Ja, aber den brauchen wir ja nicht. Warum nicht? Wir haben 2 Autos. Was willst du mit so einem trägen Ural? Der rammt alles weg. Ja, ich wäre halt jetzt Offroad ein wenig gefahren nach Crash Sites. Na gut, hast du schon recht. Was war das? War das die Tür des Urals? Ich hoffe doch. Okay. Hat sich wie ein Schussgeräusch angehört. Yo! Also, es wäre immer noch nicht schlecht, ein Krankenhaus zu finden. Ja, vor allem, dass ich mal wieder Farbe habe. Ja, weiß ich nicht. Ja, wird er wohl. Der hat uns Sachen. Ja, aber wie er mich begrüßt hat, mit diesem komischen Satz, an den ich mich gar nicht mehr erinnern kann. Was ist denn für ein Satz? Ja, hast du auch verstanden. Das hast du wiederholt. Bone. Fuck my bone. Keine Ahnung. So, weiß ich auch nicht mehr, um ehrlich zu sein. Kurzzeitgedächtnis halt. Hier gibt's nix. Aber Texturen sind, die kenne ich noch gar nicht. Ne?
Was? Was ist so Texturen? Können neu sein, die Texturen. Also ja, diese gerade dieses Holzding zum Beispiel. Nee, das kenne ich. Sägewerk. Ja? Mit den Kisten, ja. Wo steht das denn? In deiner Mutter. Auf Zelle zum Beispiel. Achso, ja, du bist ja so ein Zelle-Sucht, so ein Alter. Mit dem Schloss, was eigentlich kein Schloss ist. Sondern? Ich boykottiere den Begriff Schloss dafür. Das sieht aus wie ein Gefängnis, verdammtes. Ja, dafür nennst du die das Bürogebäude Schule. Ja, ich weiß, mir ist schon klar, dass es so nicht heißt, aber man ist halt gewöhnt, das zu sagen. Was ist das da vor mir? Ach, so ein Mauerstück. Große Stadt. Wo? Vor uns. Durchfahren oder? Ja. Das ist, glaube ich, diese Geisterstadt, oder? Ja. Ja. Ach stimmt, wir fahren wieder zum Ural. Wollen wir mit dem Quad über die Brücke versuchen? Ja, Mann. Dann wird das über die Brücke. Vielleicht ein schnelles Ende. Ja. Ich meine, wir müssen früher oder später über diese Brücke, also. Siehst du nicht, dass es dunkler wird hier? Ja, doch, ich sehe den Sonnenuntergang, diesen Effekt als Farbe. Als Farbe, oh. Diese Sonnenblendungseffekt-Scheiße da. Sieht man schwarz-weiß, wenn man Blutmangel hat, eigentlich? Ist das realistisch? Ich hatte noch nie so wenig Blut, dass Farbe verloren ging. Ich weiß es nicht. Ich dachte, du bist forensischer Arzt und wo ist das? Das bin ich nicht. Hier gibt's keine Krankenhäuser. Das ist das Größte, was ich hier bemängeln würde. So härter das Spiel dann doch wird, nichtsdestotrotz finde ich, Krankenhaus muss sein. Auch wenn wir jetzt nichts gefunden haben. Ja. Vielleicht kennt ihr das ja schon. Vielleicht sagt ihr mir uns, ob hier ein Krankenhaus gibt. Ich glaub's ja nicht. Oder wo man denn Militär... Also, wenn du nicht so faul wärst, könntest du mal googeln auf einer Online-Map irgendwie. Ja, aber dann unterbricht er die Aufnahme. Drum sei ja, wenn du nicht so faul wärst. Ja, okay. Okay. So, da ist die liebe Brücke. Ich schreib mal in den Chat, so faul bin ich nicht. Ja, bis jetzt hat noch nie jemand geantwortet, sobald das Wort Hospital fiel. Ja, vielleicht aber ich als Krantelmann-Typ HD. HD? HD. Achtung. Oh, fuck! Ach, du Scheiße! What the fuck? Ich hab Farbe, jetzt nicht mehr. Okay, Quad ist... Ja, warte, man kann das Ding wieder richtig machen. Gibt's hier Lift? Lift-Ding? Stimmt. Oh, jetzt bin ich auch noch abgestiegen. Das war's. Das ist doch richtig so. Nee. Doch, hier. Weil jetzt kann man nicht mehr aufsteigen. Doch, ganz locker. Wo ist das? Da, es fällt runter! Was? What the fuck? Das steht noch hier vorne. Bei mir ist es von oben runtergefallen. Turnover 80. Geh mal weg. Ja. What? Tatsache. Alter. Jetzt ist es kaputt. Jetzt sind die Räder kaputt. Gott. Diese verpackte Scheiße. Was ist das? Du, was ist das? Guck. Jetzt brennt's. Komm weg hier, Alter. Oh mein Gott. Diese Brücken. Mann. Ist das meine Leiche? Ja, da ist noch eine meine Bandage, Pistole. Wenn du willst. Und Morphin. Meine Pistole? Die ist weg. Toll. Aber wie wir das Quad kaputt gemacht haben. Komm, fahr wir über die Brücke. Oh mein Gott. Wie hässlich das Feuer in Schwarz-Weiß aussieht. Das sieht ganz cool aus in Farbe. Und dann haben wir es dreimal jetzt rumfliegen lassen. Bis es explodiert ist. Wieso fliegt das denn in den Himmel? Wieso? Soll sich doch nur umdrehen. Ja. Ja, locken wir uns dann hier mal aus. Jetzt haben wir ja gar nichts mehr. Hier? Ja, nach der Brücke halt. Ja, finde ich auch. Das können wir machen. Es wird eh dunkel, was natürlich die Aufnahme scheiße macht. Bei mir nicht. Das heißt scheiße. Also tot ist anscheinend wie Night Vision. Okay. Man ist dann ein Geschöpf der Nacht, das stimmt schon. Insofern wieder Realismus bei Daisy. Ja.
Nee, aber die Map ist cool. Ich gefällt mir auf jeden Fall. Da machen wir weiter, würde ich sagen. Ja, da machen wir weiter. Wenn es natürlich unseren Zuschauer gefällt, wovon ich ausgehe. Und wer nicht. Immer dran denken. Abonnieren. Favorisieren. Liken. Hochdaumisieren. Penetrieren. Vaginalisieren. So. Oh, dann gehen wir hier in die Büschle, ne? Ja, ich gehe mal ein bisschen weiter davon weg. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.